Okay. Was habe ich die Kreide hier nass gemacht? Okay. Also, nochmal die Überlegung oder was war die Aufgabe? Ihr steht vom Kopierer, wollt ein DIN A4-Blatt auf DIN A5 verkleinern und es steht da komischerweise da 71% Faktor und nicht 50%. Man würde 50% erwarten bei DIN A5, bei DIN A4 auf DIN A5. Warum nicht 50%? Worauf bezieht sich die Angabe 50%? Auf den Flächeninhalt, genau. DIN A4 besteht ja zweimal aus DIN A5. Das heißt, der Flächeninhalt von DIN A5 ist 50% von DIN A4. Längen und Flächeninhalt. Wir wissen bei Ähnlichkeitsüberlegungen, wenn die Länge um Faktor k gestreckt wird, wird der Flächeninhalt um Faktor k Quadrat gestreckt. Und wir wissen jetzt, der Flächeninhalt ist ein halb so groß bei DIN A5. Was bedeutet das jetzt? Ja? Genau, die Längen verändern sich um Wurzel ein halb. Ja, wer das hier noch nicht ganz sieht, also wir wissen ja, k Quadrat ist gleich ein halb. Und dann muss ich auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Und da weiß ich, k ist gleich Wurzel aus ein halb. Also theoretisch plus minus Wurzel aus ein halb, aber negative Länge macht ja keinen Sinn. So. Also Wurzel aus ein halb. Und was ist Wurzel aus ein halb? Wenn man das ausrechnet. Du bist die großartige Bruchrechnerin, oder? Super. Ungefähr 4/5. Ungefähr 4/5? Nee, passt. Also schon kleiner. Na, was ist ungefähr Wurzel aus ein halb? Hat jemand mal eingegeben? An der Stelle dürft ihr den Taschenrechner verwenden, ja? 0,71, genau. 71%, 0,71. Warum zeigt der Kopierer da 71% an? Also den Längenfaktor, nicht den Flächenfaktor. Sehr schön, genau. Der Kopierer denkt so, ne? Und das ist auch sinnvoll. Der denkt, das hier ist A4 und das hier ist A5. A4, A5. Wenn ich A5 rumdrehen würde, also um 90 Grad drehen, würde es zweimal in A4 reingehen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass ich alles das, was hier steht, wenn hier zum Beispiel ein großes L abgebildet ist, dann soll das hier entsprechend verkleinert in der Ecke stehen. Dann soll das hier verkleinert in der Ecke stehen. Das L hier. Okay. Ich will doch nicht wissen, wie verhalten sich die Flächeninhalte von den Ls, sondern ich will wissen, um wie viel Prozent wird die Höhe von der Schrift gestaucht. Ja, ich will wissen, dass diese Höhe hier 71% ist von dieser Höhe. Es geht doch um Verkleinerung und Vergrößerung von Längen, wenn ich kopiere und nicht von Flächeninhalten. Das heißt, wenn ich von DIN A4 auf DIN A5 verkleinere, verändern sich die Längen um den Faktor 0,71, weil die Flächen sich um den Faktor 0,5 verlängern. Also wenn ihr in der Schule mal neben euren KollegInnen steht, fragt doch mal, warum steht da eigentlich 71%? Macht euch gleich beliebt in der neuen Schule. Frage? Ich will von DIN A5 auf DIN A6, auf den Quatsch, nicht auf DIN A6, auf DIN A3 vergrößern. Okay? Ich stehe da, habe so ein kleines DIN A5-Blättchen.
und ich will aber ein großes Plakat machen oder so, von DIN A5 auf DIN A3 vergrößern. Was steht auf dem Kopierer, prozentzahlmäßig? Von DIN A5 auf DIN A3 vergrößern. Erstmal die Flächenüberlegung. Wie oft geht DIN A5 in DIN A3? Viermal. Also flächenmäßig passt DIN A5 in DIN A3 viermal rein. Also was steht da am Kopierer? Wie ist das Längenverhältnis? Wenn k² gleich 4 ist, was ist k? 2, genau. Also 200%. Wenn ihr von DIN A5 auf DIN A3 vergrößert, verdoppeln sich die Längen. Nicht etwa, wenn ihr von DIN A5 auf DIN A4 vergrößert, sondern ihr müsst sozusagen eine DIN-Größe überspringen, weil dann verhalten sich die Flächen im Faktor 4 zueinander. Es geht 4 mal rein, DIN A5 und DIN A3. Also ist k gleich Wurzel aus 4, 2. 200%. Okay, schön. Mal wieder ein bisschen Alltagswissen aufgebaut. Das kennt man sich mit dem Kopierer aus. Wunderbar. Wir müssen ja hier alles machen, was für die Schule relevant ist. Ne? Und kopieren ist einfach für die Schule relevant. Sorry, deswegen müsst ihr euch mit diesen Werten auskennen.